Emotional. Die nehmen ja auch hier viel Namen auf. Ja. Nein, aber ich habe noch eine Frage an Ihre Frau, wenn wir schon dabei sind. Ja. Wenn Sie mal kurz zu mir kommen, Mensch. Was wollen Sie denn wissen? Sagen Sie, schauen Sie Serien? Wollen wir kurz von den Zoogeschichten, was natürlich auch soapmäßig im deutschen Fernsehen abläuft, zu den Formaten kommen? Nee? Nee. Telenovelen sagt Ihnen nichts? Nein, um Gottes Willen, bloß nicht. Machen Drehfertig. Also ich habe ganz genau angefangen, ich glaube 99 Juli, also im Juli 99 und habe gespielt bis März 2020. Ich habe angefangen im Frühjahr 96 und bin ausgestiegen im, glaube auch im Frühjahr 99 für 4 Staffeln. Keine Ahnung. Also ich habe mal nachgerechnet, es waren fast 1000. Ich hätte ja sogar fast gesagt, noch mehr als 1000. Also wenn man den Quellen nimmt. Du musst ja eigentlich Pi mal Daumen, wie viele Wochen gibt es im Jahr und dann das mal 3,5. Also ich war 4 Staffeln dabei, insgesamt 104 Folgen. Ich würde gerne mal wissen, wie sich so ein Tagesablauf für dich darstellt. Es gibt ja immer, also 5 Tage, und du bist aber nicht in jeder dabei, aber trotzdem wird es unterschiedlich gedreht. Es wird nicht der Tag für Tag gedreht und auch nicht gleich übertragen, was viele denken, sondern du produzierst ja ungefähr 6 Wochen vor, manchmal auch 8 Wochen und dadurch bist du super viel im Studio eigentlich. Und du hast auch nicht, drehst auch nicht ununterbrochen. Also ich war manchmal den ganzen Tag da und habe trotzdem nur 2 Bilder gedreht. Also das ist ganz unterschiedlich. Man kann es nicht verallgemeinern. Auf Abruf war man dann manchmal ins Studio beordert worden? Das warst du eigentlich dein ganzes Leben. Du warst Leibeigner. Schwer zu sagen. Ich meine, es gab natürlich Tage, an denen hattest du dann vielleicht nur 3 Bilder, aber die waren dann ließen sich nicht anders disponieren, als dass du im ersten warst, dann irgendwo 3 Bilder Lücke, dann irgendwann um die Mittagszeit wieder eine Lücke und dann vielleicht nochmal das letzte Bild. Dann hingst du da wirklich von morgens 8 Uhr Maske, Kostüm, 9 Uhr Drehbeginn und warst dann vielleicht um 5, 6 fertig und hast zwischendurch aber nur 2 kleine Bilder gedreht. Es gab auch Tage, da ging es Schlag auf Schlag, gerade wenn wir die sogenannten Überlappungsdrehs hatten. Das hieß immer, ein Regisseur hat 3 Folgen gedreht, im Schnitt pro Folge eine Woche. Ja. Und wir hatten 2 Studios und es wurden also alle Szenen, die innerhalb der Klinik spielten, also in den OP-Bereichen, in diesem stationären Bereich, die wurden in der Haupthalle gedreht. Und wenn aus diesen 3 Folgen, die ein Regisseur gedreht hat, es zum Ende ging, dann hat der in einer anderen Halle, in einer kleineren, die eher so die privat angelegten Situationen, wie Gruppenaufenthaltsraum, wo man auch mal den Kittel ablegte, da wurden so diese kleinen Privatismen immer ausgespielt. Und da wurden dann aus diesen 3 Folgen wurden dann diese Szenen nachgedreht. Und der nächste Regisseur des nächsten Dreierblocks hat dann schon begonnen, parallel mit der ersten Folge seines Dreierblocks, sodass wir zum Teil, also in Hochzeiten, haben wir in 4 Büchern gleichzeitig pro Tag gedreht. Also im Studio war das meistens so, Montag gab es einen Probentag, ich sag mal so rum, also Montag gab es einen Probentag, Mittwoch den halben Tag. Die Szenen, die gedreht wurden, wurden kurz vorher noch mal einmal geprobt als Stellprobe, eine Generalprobe und dann wurde gedreht und du hattest meistens so, manchmal klappt es beim ersten Mal, aber ich glaube, nach dem dritten haben sie dann gesagt, so, es reicht. Außer es war ein Technikfehler. Ja. Also Technik wurde nicht so schnell verziehen wie ein Schauspielfehler. Ich war die Sonja Wiebe, das war so die Intrigantin, die Böse, die zwar auch so ganz humane Züge hatte, aber eigentlich für reichlich Unruhe gestiftet hat. Uwe Carstens sollte damals, ich war ein Tick jünger, sollte 40 sein, kommt von Pellworm, hatte irgendwie eine gescheiterte Ehe hinter sich, war innerhalb der Klinik so ein bisschen der Leitwolf, also Oberarzt der Chirurgie, so einer, der halt immer dafür stand, dass die Sache durchgezogen wird und so ein bisschen so das straighte Programm, aber dabei eben gleichzeitig auch einer, bei dem es menschelte, weil das war den Produzenten ganz wichtig, dass wir nicht 1:1 Realität abbilden. Ich habe ja selber auch in der Vorbereitungsphase im OP quasi den Leuten über die Schulter geguckt. Also ich war richtig im Krankenhaus und habe dann auch so ein bisschen natürlich wahrgenommen, wie die so miteinander kommunizieren. Und also das waren schon so ein bisschen die Manta-Fahrer unter den Ärzten, die Chirurgen. Das sind schon ein bisschen so die Tough Guys. Ja. Und ich wollte immer so ein bisschen was reinbringen, so ein bisschen diese teilweise auch Rotzigkeit und so. Aber das war da nicht so gewünscht. Also meine Rolle gab es ja vorher schon. Dadurch war die ziemlich gut verankert. Die haben sie aber... Ich habe sie übernommen und ich glaube, die haben sie mir schon ein bisschen sehr angepasst. Mhm. Also
ich würde mal sagen, ich bin komplett andere als Sonja Wiebe. Und da haben sie versucht, das menschliche Liebenswerte mit reinzubauen, aber trotzdem diese Schubladen zu bedienen. Warum macht sie das böse? Und so. Es gab, um deine Frage zu beantworten, so, ich glaube, alle ein, zwei Monate wirklich ein Abendessen mit allen Schauspielern zusammen und allen Autoren zusammen. Und da konntest du dich austauschen. Und da konntest du Ideen einbringen und da konntest du sagen, Und diese Ideen wurden auch angenommen oder war das einfach nur eine Goodwill-Veranstaltung? So, wir haben uns mit euch zusammengesetzt und es wurde sich wenigstens angehört. Also hätte ich jetzt gesagt, ich möchte nächste Woche an sonst was erkranken und übernächste Woche sterben, wäre es nicht gegangen. Ja. Also das finde ich heute schon mal schwer. Ja, klar. Ich glaube, ich bin der Einzige, der GZSZ überhaupt gesehen hat. ich habe eine Frage. Ich habe immer gehört, also Dennis hat gesagt, dass du ganz nett bist in Wirklichkeit. Und das kann ich jetzt nicht genau sagen, weil ich dich kenne. Aber meine Frage war eigentlich gewesen, ob Walia so böse gespielt hast. Und ich weiß, ich habe nämlich genau geguckt. So 2-3 Jahre habe ich das gesehen, auch regelmäßig. Da war auch gerade so dieser Wechsel von dieser anderen Bösen zu dir. Und du warst natürlich super böse. Und ob du dann im wahren Leben so das Gefühl immer hattest, du musst jetzt besonders nett sein, damit die Leute nicht denken, dass du böse bist. Also jetzt nicht klar, du bist dann normal nett, aber dass du, okay, jetzt muss ich noch besonders nett sein, sonst denkt er, ich bin wirklich super böse. Also ich glaube, jeder hat böse Seiten in sich. Also wenn dich jemand ankarrt, kannst du bestimmt zurück. Oder du wirst auch mal krank. Und das hatte ich auch. Aber dadurch, dass ich dann wirklich dieses Böse ausgelebt habe, war ich privat super nett. Das stimmt. Und also das nicht hat sich übermäßig nett, dass du sozusagen das kompensiert hast, wo Leute auf dich zukommen, oh, du bist ja Sonja Wiebe, aber dass du dann gesagt hast, oh ja, das bin ich. Gelächelt hast, weil du dachtest, okay, ich muss jetzt besonders nett sein. Das hast du nicht gehabt. Da habe ich gesagt, das bin ich nicht, weil ich das nicht mochte mit diesen Fans. Aber wenn es zur Autogrammstunde ging, so war ich immer, oder auch bei Pressesachen oder wenn ich woanders gedreht habe, war ich immer super nett. Das stimmt. Ich glaube, ich konnte immer eine Trennschärfe ziehen. Also bei mir gab es nie Vermischung von Film und Spielwelt und Realität. Also ich habe da immer mich sehr bemüht, auch das auch abzugrenzen. Ich habe also auch schon immer meine alten Freunde gehabt aus alten Schulzeiten, die nach wie vor meine wirklich besten Freunde sind, auf die ich mich verlassen kann und konnte, auch in schweren Zeiten, also wie in einer guten Ehe, und die auch alle keine Schauspieler sind, die alle mit diesem Beruf überhaupt nichts zu tun haben. Und das war mir immer sehr, sehr wichtig, um diese Bodenhaftung zu behalten. Aber das wollte ich gerade sagen. Also ich meine, andere gehen 50 Jahre, üben sie den gleichen Job aus, gehen morgen ins Büro und machen ihre Sachen. Da ist das, was wir gemacht haben oder machen, ja wesentlich abwechslungsreicher. Und es ist viel einfacher als, also ich finde, was für mich ganz schwierig ist, ist eine Tagesrolle. Die muss ich vorbereiten, die muss ich verinnerlichen und diese jetzt zum Beispiel Sonja Wiebe für 3,5 Jahre, da hat das sicherlich der Anfang, also wenn ich noch heute sehe, ich möchte nicht umdrehen, es war ganz, ganz schlimm, aber irgendwann hast du diese Rolle so im Pette, du weißt genau, wann sie wie, worauf reagiert, du kannst dich mit den Autoren auseinandersetzen und sagen, ey, irgendwie überleg das nochmal, das stimmt so nicht, das ist eigentlich... Das war möglich? Aber es ist ja viel abwechslungsreicher als so ein Büroleben, also ich kann mir es nicht vorstellen, ins Büro zu gehen für 10 Stunden oder 9 Stunden und irgendwelche Akten zu sortieren. Das ist also du würdest schon sagen, dass du einen anderen Job hattest als jeder andere? Nee, ich habe mir meinen Traumjob gesucht, das sollte jeder machen. Und wenn es für jemanden ein Traumjob ist, im Büro zu sitzen und Akten zu sortieren, dann ist das eben so und das muss man auch akzeptieren. Also ich sag mal so, du musstest zum Teil an deine eigenen Ansprüche, du musstest Abstriche machen von dem, was du eigentlich als Schauspieler meinst, machen zu wollen oder was du eigentlich auch für gut hältst. Also das konnte gar nicht anders gehen. Also das war, teilweise war es wirklich eine Maschine, durch die wir da durchgejagt wurden und wo man selber sagen musste, okay, ich bin jetzt heilfroh, wenn ich irgendwie meine Rolle hier heute ablege und abliefere und einigermaßen Text und Anschlüsse und wenn das Ding irgendwie läuft, bin ich heilfroh. Und deswegen, das waren wirklich, also ich habe heute noch zu einigen richtig guten Kontakt, weil das ist einfach Bruder, Schwester, so. Ja. Also und es ist der Familie, das ist total. Die zweite Familie, war man manchmal auch sogar lieber am Set bei dieser Familie als irgendwie bei der privaten Familie? Nee, ich war wirklich, wie du schon sagtest. Dass man sich dahin geflüchtet hat? Nee, überhaupt nicht. Ich bin oft nach Hause geflüchtet. Ich habe ja in Berlin gearbeitet und in Hamburg war meine Familie und da konnte ich mich eigentlich ausschlafen. Also ich bin ganz oft nach Hause gefahren, einfach nur um zu schlafen, um gebettet zu sein und... nee, das gar nicht. Ich mochte beide sehr, sehr gerne, beide Familien. Weißt du, ich denke, das ist genauso wie bei anderen Freunden. Einer meiner besten Freunde ist Werbegrafiker. Ja, der hat auch einen hammerharten Job. Der geht früh morgens aus dem Haus und kommt teilweise abends spät wieder. Das hat der viel intensiver als ich. Und diese Freundschaft ist ja auch da. Also ich musste da nicht wild drum kämpfen, dass ich den Kontakt zu den Leuten halte. Wir haben uns ja auch teilweise abends auf ein Bier getroffen. Also es ist ein ganz normales Berufsleben. Das Dasein als Seriendarsteller ist für mich letztendlich
nichts anderes als jeder andere Beruf, also von den Grundlagen her. Mhm. Und es kommt auf deine eigene Einstellung an, wie du damit umgehst. Wenn du natürlich selber anfängst zu fliegen und Bodenhaftung verlierst und meinst, du kannst dich jetzt nur noch so innerhalb der Filmszene, der Schauspielerszene bewegen oder so. Und ich habe den einen oder die andere auch erlebt, nicht unbedingt in der Serie, aber in anderen Bezügen, bei denen es so ein bisschen so war, die auch nur noch ihre Freundeskreise, ihre Bekannten nur noch aus dieser Szene hatten. Das ist schon schwierig, glaube ich, weil ja. Du irgendwo die Realität, du verlierst sie ein kleines bisschen. Mhm. Die Welt besteht nicht nur aus Theater oder Film. Ich hatte einen, als ich da anfing, aber das kriselte und ich war froh, dass ich weg konnte aus Hamburg. sollte das von der Pressestelle aus verschweigen, dass ich einen habe. Aha. Und habe mich dann auch irgendwann getrennt von ihm. Aber lässt man sich da diktieren von der Pressestelle? Ja, du weißt es ja nicht besser und ja, du nimmst Rat an und du bist total naiv und denkst, was passiert hier? Das war wirklich ein Schock, diese Welt zu erleben. Es war ganz anders. Ich habe vorher ja schon viel gedreht gehabt, aber nie so. Mhm. Ich stand nie so im Mittelpunkt. So. Und ich habe auch währenddessen eigentlich meine große Liebe mitgefunden. So, ich hatte schon noch eine andere große Liebe, aber den und das. Der war halt Sänger und es war schwierig aufzubauen, das stimmt. Gerade weil er immer gesagt hat, ich habe halt wirklich auf der Straße gedacht, nee, ich bin das nicht. Ja. Ne, und ich mochte auch nicht beobachtet werden von den Fans und so. Und das fand er immer ganz doof, weil er war Sänger und er dachte, das ist doch toll, wenn die Leute dich ansprechen, du brauchst das im Publikum und steh doch dazu, das ist doch toll, was du machst und das ist doch eine Anerkennung. Ich sage, jetzt brauche ich alles nicht, will ich nicht. Und da gab es immer einen Zwiespalt, aber es ging schon, sich was aufzubauen. Ja. Hast du echt negative Erlebnisse gehabt, dass Leute wirklich ganz blöd auf dich zukommen und dir das auch peinlich war? Und also ich hatte zum Beispiel ein Erlebnis, da waren ungefähr 15 Kinder, so, also Jugendliche, die gerade nach Schweiß standen, haben meine Tür belagert und haben meinen Briefkasten aufgebrochen und so. Okay. Also ich habe okay, und einkaufen, wo ich irgendwie eine Massentraube, das wurde immer mehr, wie in so einem, bei Emil und die Detektive ist doch eine Szene, wo der Böse da vorläuft und es werden immer mehr Kinder. Sowas hatte ich auch. Und du hast dann irgendwann erfahren, wie es zu Ende geht. Wie hast du darauf reagiert? Ja, erstmal war ich geschockt, weil das ist ja dann doch anders. Ne? Du willst zwar aufhören, aber dann auf einmal erfährst du, ja, du stirbst. Ich hätte halt gerne gehabt, dass ich vielleicht auswandere und irgendwann doch die Möglichkeit habe, wiederzukommen. Mit dem Tod bist du weg. Diese Sonja war eigentlich mittlerweile dann so böse geworden, dass es entweder totale Anhänger gab und dachten, ja, geil, oder dass wirklich, wirklich dabei welche waren, die gesagt haben, oh Gott, diese Person muss weg. Mhm. Und das war, glaube ich, so der Appell, einfach zu sagen, okay, dann muss sie jetzt sterben. Ja. Und das mit Krawum und Krawall. Also ich war wirklich ich merkte schon in der dritten Staffel, dass ich langsam an so einen Punkt komme, wo ich merkte, das muss irgendwann ein Ende haben. Das kann so nicht ewig weitergehen. Natürlich gewöhnst du dich daran, gutes Geld zu verdienen, einen Job in Hamburg zu haben, nicht reisen zu müssen, nicht zu Castings zu müssen, nicht zu vorsprechen. Das ist natürlich ein unheimlicher Luxus auch. Aber es gab schon Momente des Frustes, wo ich morgens vom Spiegel stand und dachte, sag mal, was bist du eigentlich noch? Bist du ein Gesichtsvermieter? Ist es nicht auch so, dass man dann immer dasselbe spielt? Also, dass du ins Drehbuch irgendwann reingeguckt hast und immer dieselben Sätze, immer dieselben Wiederholungen auch siehst. Du kannst es irgendwann nicht mehr hören. Du kannst diese Textfragmente, die kannst du, das sind ja Bausteine. Ja. Ich bin auch sicher, dass die einige Autoren da wirklich so Textmodule hatten, die sie einfach nur wild neu gewürfelt haben. Also weiß ich nicht, aber so klang es zum Teil. Also du hattest das Gefühl, sag mal, das habe ich doch schon 100-mal gesagt. Wir sind auch mit 6 Leuten gleichzeitig ausgestiegen. Das gab es bei Gutzi sonst nicht, weil wir einfach verschworen waren. Ich glaube, wir waren auch langsam so ein bisschen so ein Problem irgendwie. Also weil wir halt uns sehr durchgesetzt haben, wir haben uns gerade gemacht, wir haben vieles geändert, was nicht für Darsteller gut war. Also wir waren so ein bisschen die Rebellengruppe, glaube ich. Es war so ein bisschen unklar. Also ich hätte wohl noch eine Staffel weitergemacht, nur ich war dann irgendwann, glaube ich, auch schon so ein bisschen der Querulant. Also ich habe da irgendwie ziemlich viel auch irgendwann in der letzten Staffel rumgemeckert über meine Figur und habe dann auch Vorschläge gemacht und zu mir war auch klar, dass ich mich damit nicht nur beliebt mache. Ja. Und ich glaube, das war dann so ein bisschen so, dass sie dann von sich aus sagen wurden, so jetzt entscheiden wir aber mal, dass Schluss ist und haben dann nach der vierten Staffel einen Cut gemacht. Wobei ich im Nachhinein dachte, wunderbar, eigentlich, ihr habt mir die Entscheidung abgenommen, denn ich wollte es eigentlich auch. Schockraum. Luftröhrenschnitt. Und viel Blut. Ganz viel Blut gab es ja immer. Ne? Blut, Schweinebauch und Tränen.